Im letzten Teil haben wir uns Nimrod und sein Vermächtnis angeschaut, doch in diesem und im nächsten Teil werden wir unter anderem das Gegenstück zu Nimrod etwas genauer betrachten, nämlich Abraham, den Stammvater Israels, der ja als Abram geboren wurde, was so viel heißt wie der Vater ist erhaben. 1. Buch Mose, Kapitel 11, Abvers 26. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram zeugte. Abrahams Frau hieß Sarai. Während Nimrod zuvor versucht hat, sich einen Namen zu machen, indem er Gott seine angebliche Macht demonstrieren wollte, so wollte Gott, dass Abraham ein Name wird, den wir niemals wieder vergessen. Und so sprach der Herr eines Tages zu Abraham: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Gott hatte aber dem Abraham noch etwas anderes versprochen, nämlich dass er mit seiner Frau Sarai einen Sohn zeugen würde, obwohl sie beide schon im hohen Alter waren. Das Vertrauen in das Versprechen eines eigenen Sohnes wurde im Laufe der Zeit geringer, so dass Hagar, eine ägyptische Magd, dazu von Sarai ausgesucht wurde, um dem Abraham einen Sohn zu schenken. Durch diesen Vertrauensverlust in Gott wurde schließlich Ismael geboren. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, also zu Hagar: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Auf Abrahams Söhne Ismael und Isaak werden wir im nächsten Teil weiter eingehen. In Kapitel 17 lesen wir, wie Gott den Namen Abrahams schließlich in Abraham änderte, was übersetzt heißt: Vater der vielen. Kapitel 17, Abvers 3: Da fiel Abram auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Genauso wie Abrahams Namensänderung mit einem Segen verbunden war, so war es auch bei seiner Frau Sarai, die von nun an Sarah heißt, was so viel wie Fürstin bedeutet. Und das hat auch einen Grund. Kapitel 17, Vers 15 und 16: Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. In Kapitel 18 kommt es schließlich zu einer Begegnung, wo Abraham dem Herrn und zwei Engel gegenübersteht, die sich nachher auch in Sodom und Gomorra umschauten. Kapitel 18, Vers 2 und 3: Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach: Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Und wessen Knecht ist Abraham? Der Knecht Gottes. Wen nannte Abraham hier also mein Herr? Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, Abvers 56: Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Jesus sagte also, dass er schon lebte, bevor Abraham geboren wurde. Daher war es Jesus Christus, dem Abraham gegenüberstand. Die Stimme, die Abraham zuvor immer aus dem Himmel hörte, bekam schließlich ein Gesicht. Und eine Stimme erkennt man sehr leicht, erst recht, wenn es sich um die Stimme Gottes handelt. Während der Herr, die zwei Engel, Abraham und Sarah zusammensaßen, sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen, im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Und weil Sarah gelacht hat, da sie an ein derart großes Wunder nicht glaubte, nannte sie ihren Sohn schließlich Isaak, was übersetzt heißt: Gott lächelt. Während wir im letzten Teil gesehen haben, dass Nimrod das wohl größte Abbild auf den Antichristen darstellt, ist Isaak, wie wir im nächsten Teil sehen werden, eines der größten Abbilder auf den Messias. Bevor jedoch die frohe Botschaft der Geburt Isaaks kam, gelangte eine andere Botschaft des Herrn zu Abraham, nämlich über die Unzucht der Städte Sodom und Gomorra. Kapitel 18, Vers 20: Und der Herr sprach: Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß,
und ihre Sünde ist sehr schwer. Auch Abrahams Neffe Lot, der Abraham während seiner Reise verlassen hat, wohnte in der Nähe von Sodom und Gomorra, wo er gefangen genommen und schließlich wieder gerettet wurde, im Gegensatz zu seiner Frau, weil sie nicht auf Gottes Warnungen gehört hat. Im Gespräch mit Gott und Abraham wurde deutlich, dass es weniger als 10 gerechte Menschen in diesen Städten gibt und deswegen wurde ihr Schicksal besiegelt. Kapitel 19, Abvers 24. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Dieses Ereignis von Sodom und Gomorra sollte für uns alle als warnendes Beispiel dienen, denn auch in Offenbarung 20 lesen wir von einem Feuer, das Gott vom Himmel fallen lässt auf diejenigen, welche die heilige Stadt belagern. Und das wiederum ist nichts anderes als das, was wir heute unter Hölle verstehen und nicht etwa, wo Ungläubige für immer und ewig gequält werden. Das Einzige, was quälend ist, mag der Gedanke sein, dass es einen Gott gibt, der so grausam sein kann, denn das ist er nicht. Schauen wir mal in der Bibel, was mit dem ewigen Feuer gemeint ist. Judas Kapitel 1, Vers 7: Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Denken wir daran, dass das Evangelium im Griechischen geschrieben wurde und im Griechischen steht für Ewigkeit das Wort Äon. Und das kann je nach Zusammenhang Lebenszeit, Leben, Generation, Zeit, Zeitdauer, Zeitraum und Ewigkeit bedeuten. Wenn das Feuer von Sodom und Gomorra also ein ewiges Feuer war, warum brennt es dann heute nicht mehr? Weil dieses ewige Feuer nur so lange brannte, wie das Feuer in Offenbarung 20, nämlich bis alles verzehrt war. Auch Jesus sprach in seinem Gleichnis, dass das Unkraut verbrannt wird und danach der Weizen in seine Scheune gebracht werden soll. Auch in Maleachi Kapitel 3, Vers 21 spricht der Herr der Herrscher, also Jesus Christus, dass es einen Tag geben wird, an dem die Gesetzlosen wie Asche sein werden. Die Hölle ist also kein Ort, sondern ein Ereignis, dass auch die Einwohner von Sodom und Gomorra am eigenen Leib zu spüren bekamen, weil ihr Herz von Boshaftigkeit erfüllt war. Und als ob Gott die Menschen davor warnen wollte, nicht denselben Fehler zu begehen, heißt es direkt im nächsten Vers: Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes. Gott möchte die Menschen also nicht vor einer ewigen Hölle retten, weil es nämlich keine ewige Hölle gibt. Gott möchte den Menschen das ewige Leben schenken, weil es Gott keinen Spaß macht, Menschen ewig zu quälen, sondern sie ewig glücklich zu machen. Hesekiel Kapitel 33, Vers 11: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Die Konsequenz für diejenigen, die nicht das ewige Leben bekommen, ist keine ewige Hölle, sondern einfach das Gegenteil, nämlich der ewige Tod, der in der Bibel auch als der zweite Tod beschrieben wird. Der erste Tod ist der Tod des Leibes, doch der zweite Tod ist der Tod der Seele und damit ein Tod, der ewige Konsequenzen hat. Aber welchen Weg soll der Gottlose einschlagen, um davor bewahrt zu werden? Jesus sagte in Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Schauen wir mal, wie die Hölle von zwei Religionen betrachtet wird, nämlich vom Islam und von der katholischen Kirche. Laut Koran kommen nicht nur Juden und Christen in die Hölle, sondern auch die Heiden. Wie man ewig brennen kann, beschreibt Sure 4, Vers 56, wo es heißt: Diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen, werden wir gewiss einem Feuer aussetzen. Jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt ist, tauschen wir sie ihnen gegen eine andere Haut aus, damit sie die Strafe kosten. Allah ist allmächtig und allweise. Und wie lange werden wir diese Strafe kosten? Sure 7, Vers 36: Diejenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sie hochmütig ablehnen, werden Insassen des Höllenfeuers sein und ewig darin weilen. Und in Sure 98, Vers 6 steht geschrieben: Diejenigen, die ungläubig sind, die Leute der Schrift, also die Juden und die Christen und die Heiden, werden dereinst im Feuer der Hölle sein und ewig darin weilen. Sie sind die schlechtesten Geschöpfe. Und die besten Geschöpfe sind laut Koran natürlich die Muslime. Indem man die Angst vor der Hölle und dem Fegefeuer, also der Vorhölle, schürte, veranlasste die katholische Kirche damals die Gläubigen dazu, Ablasspapiere zu kaufen, die einen selbst und die Verstorbenen vor der Vorhölle retten sollte.
Und was wurde mit dem Geld der irregeführten Gläubigen gemacht? Vielleicht an Arme verteilt? Aber Spaß beiseite. Wikipedia berichtet, mit Einkünften aus dem Ablasshandel hatten einige Päpste beträchtliche Geldsummen aus ganz Europa nach Rom gelenkt, die unter anderem für den Bau des Petersdoms verwendet wurden. Es ging also nur darum, sich selbst auf Kosten der Ängste anderer zu bereichern. Deswegen schrieb Martin Luther, der die katholische Lehre als antichristlich bezeichnete, 1537 folgendes: Darum ist das Fegefeuer mit all seinem Gepränge, Gottesdienst und Gewerbe für lauter Teufelsgespinst zu achten. Wenn Martin Luther die Schlagzeilen lesen könnte, die 2007 durch die Welt gingen, würde er sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen. Denn zum Beispiel der Fokus, der Spiegel oder die Welt berichtete, Vatikan bzw. Papst Benedikt XVI. Schafft die Vorhölle ab. Naja, für den Stellvertreter des Sohnes Gottes auf Erden ist das natürlich auch kein Problem. Doch wie er das angestellt hat, das wird wohl sein Geheimnis bleiben. In Apostelgeschichte 8 lesen wir von einem ähnlichen Fall, nämlich wie der Magier Simon den Petrus bittet, ihm die Gaben des Heiligen Geistes zu verkaufen. Und wenn die Päpste wirklich die Nachfolger von Petrus wären, was sie nicht sind, dann würden sie auch auf ihn hören, denn er sprach daraufhin zu Simon: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Sprüche 28, Vers 6: Besser ein Armer sein, der in seiner Lauterkeit wandelt, als ein Reicher, der krumme Wege geht. Amen.